Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung hat ihre Bemühungen um eine humanitäre Lösung für die DDR-Flüchtlinge in Prag und Warschau verstärkt. Es geht vor allem um Erleichterungen für die mittlerweile 2700 DDR-Bürger, die in der Bonner Botschaft in Prag Zuflucht gesucht haben. Außenminister Genscher hatte dazu heute am Rande der UN-Vollversammlung in New York eine ganze Reihe von Gesprächen. Vor dem Plenum der Vollversammlung richtete indes DDR-Außenminister Fischer heftige Angriffe gegen die Bundesregierung. Ein wenig verwundert schauen die anderen Nationen schon auf die Deutschen, die vor den Vereinten Nationen und in aller Öffentlichkeit ihre Misshelligkeiten austragen. Ganz am Ende der ersten Debattenwoche bekräftigte Oskar Fischer, Außenminister der DDR, noch einmal, dass sein Land nicht bereit ist, sich den Reformbestrebungen des Ostblocks anzuschließen. Das Deutsche Reich ist als Folge seiner Aggressionspolitik 1945 untergegangen. Zu den europäischen Realitäten gehört seither die Existenz zweier souveräner deutscher Staaten. Grenzen in Zweifel zu ziehen oder sich unter dem Deckmantel der Humanität, unter Verletzung der Hoheitsrechte anderer Staaten eine sogenannte Obhutspflicht für deren Bürger anzumaßen, muss Konflikte provozieren, die Zusammenarbeit im Herzen Europas untergraben, sogar den Frieden gefährden. Hans-Dietrich Genscher war in der Zwischenzeit auch nicht untätig und hatte gestern Abend kurzfristig zwei Gesprächstermine mit seinen russischen und tschechischen Amtskollegen anberaumt. Dabei hat ihm Shevardnadze seine Unterstützung für eine Zwischenlösung zugesagt. Will heißen, die Flüchtlinge in Prag werden ausquartiert, bis eine politische Lösung des Problems gefunden worden ist. Wenige Stunden vor seinem Rückflug in die Heimat traf Hans-Dietrich Genscher den polnischen Außenminister. Für den Bonner, der ursprünglich in einer weit ausholenden Rede neue Akzente in der internationalen Politik setzen wollte, hat sich der Aufenthalt in New York fast ausschließlich zum deutsch-deutschen Krisenmanagement entwickelt. Unmittelbar greifbare Ergebnisse kann er noch nicht vorweisen, aber die EG und die Amerikaner haben in der Zwischenzeit versprochen, auf die betroffenen Ostblockländer einzuwirken, um zumindest die humanitäre Seite des Flüchtlingsproblems zu bewältigen. In Prag bemüht sich jetzt das Deutsche Rote Kreuz im Auftrag der Bundesregierung um eine Lösung. Die tschechoslowakische Regierung hat bislang noch nicht entschieden, ob ein Ausweichquartier zur Verfügung gestellt wird. Das DRK wird morgen 9 weitere Helfer, darunter einen Arzt, in die völlig überfüllte Bonner Botschaft schicken. Die Lage der DDR-Flüchtlinge in der Botschaft der Bundesrepublik in Prag hat die Grenze des Erträglichen längst überschritten. Enge, Schmutz und fehlende sanitäre Einrichtungen setzen den Flüchtlingen hart zu. Mittlerweile dürften etwa 2700 Menschen in der Botschaft auf engstem Raum zusammenleben. Darunter sind 600 Kinder. Krankheiten drohen. Da eine grundsätzliche Regelung des Problems der DDR-Flüchtlinge in der Prager Botschaft nicht in Sicht ist, bemüht man sich jetzt vorrangig darum, für die Flüchtlinge zumindest menschenwürdige Unterkünfte zu finden. Gestern und heute verhandelte in Prag der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes, Prinz zu sein, Wittgenstein. Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Prag hat das Deutsche Rote Kreuz gebeten, die Versorgung und Betreuung der Menschen, die hier sich aufhalten, zu übernehmen. Dies haben wir zugesagt. Wir sind, wie Sie wissen, hier schon seit einigen Tagen im Einsatz. Wir haben mit unseren tschechischen Rotkreuz-Kollegen über die humanitären Probleme, die sich daraus ergeben, gesprochen. Wir haben vom tschechischen Roten Kreuz die Zusage, dass sie über unsere Wünsche beraten und uns in absehbarer Zeit informieren wollen, in welcher Weise das tschechische Rote Kreuz, das deutsche Rote Kreuz unterstützen kann. Mit immer neuen Flüchtlingen, die über den Zaun steigen, verschärft sich das Problem. Es gibt auf tschechoslowakischer Seite Anzeichen dafür, dass sich Prag angesichts der chaotischen Verhältnisse in der Bonner Botschaft bereit finden könnte, Ausweichquartiere zur Verfügung zu stellen. Aber entschieden ist noch nichts. Die Bemühungen der Bundesregierung, für die Zufluchtsuchenden im Rahmen einer humanitären, pragmatischen Lösung die schließliche Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland zu erwirken,
werden auf allen nur irgend sinnvoll erscheinenden Wegen fortgesetzt. Zur Stunde geht es aber darum, den Zufluchtsuchenden auf dem Prager Botschaftsgelände unter ihnen Hunderte von kleinen Kindern wenigstens ein Mindestmaß an menschenwürdiger Unterbringung zu verschaffen. Die Bundesregierung ermutigt auch von den jüngsten Äußerungen des Prager Regierungssprechers, erwartet natürlich im Interesse der Menschlichkeit gegenüber den Betroffenen zunächst wenigstens eine erträgliche Zwischenlösung. Auch in Warschau, wo es seit längerem ein Ausweichquartier gibt, steigt die Zahl derer, die nicht mehr in die DDR zurück wollen. Dirk Ludwig Schaaf berichtet. In einem Hotel nördlich von Warschau kam heute eine Gruppe von etwa 60 DDR-Flüchtlingen an. Ein Bus und 4 private Wagen. Sie hatten sich bei der Botschaft gesammelt. Viele sagten, sie verlassen die DDR, weil sie sich nicht länger bevormunden lassen wollen. Wir haben es lange überlegt und haben gesagt, entweder machen wir es jetzt oder nie. Jetzt sind wir fast 30, jetzt haben wir noch 30 Jahre vor uns. Schaffen wir es. Und wir denken, wir schaffen es. Das Haus gehört dem polnischen Verband der Ingenieure. Das polnische Rote Kreuz versorgt hier die Neuankömmlinge. Es arbeitet dabei eng mit dem Roten Kreuz der Bundesrepublik zusammen. Gestern waren hier die ersten 20 Flüchtlinge angekommen. Insgesamt leben jetzt mehr als 600 Zufluchtsuchende in der Obhut der deutschen Botschaft in Warschau. In den anderen Quartieren hat das Leben allerdings nicht so viel Ähnlichkeit mit einem Urlaub wie hier. Das Haus liegt landschaftlich reizvoll an einem Stausee. Zimmer und sanitäre Einrichtungen sind in gutem Zustand. Bis zur Stunde ist hier genügend Platz für alle. Aber das Hotel ist nur für 120 Personen geeignet und könnte schon morgen überfüllt sein. Nachdem die Mission des DDR-Unterhändlers Vogel gestern so gut wie gescheitert ist, rechnen die Flüchtlinge jetzt mit einer Entscheidung der polnischen Regierung in sehr naher Zukunft. Über Ungarn und Österreich sind in der vergangenen Nacht mehr als 400 DDR-Flüchtlinge in die Bundesrepublik gekommen. Die bayerische Grenzpolizei hat seit Anfang August rund 28.000 eingereiste DDR-Bürger gezählt. 22.000 davon kamen seit Öffnung der ungarischen Westgrenze am 11. September. Bundeskanzler Kohl und DDR-Staatschef Honecker sollten sich nach Ansicht von SPD-Präsidiumsmitglied Bahr sehr schnell zu einem Spitzengespräch treffen. Bahr nannte die Fluchtwelle heute in Bonn eine neue deutsche Not, die beide Staaten gleichermaßen angehe. Unter Hinweis auf den Ostberliner Vermittler Vogel sagte Bahr, die Methode Vogel greife nicht mehr. In die Beziehungen zwischen Bonn und Ostberlin müsse jetzt eine neue Qualität kommen mit dem Ziel, den Flüchtlingsstrom wirksam und für immer zu stoppen. Die, so Bahr, fantastischen Chancen für die Friedens- und Abrüstungspolitik dürften nicht unter ungelösten deutschen Problemen leiden. Bahr bestätigte, dass die SPD ein Positionspapier zur Ost- und Deutschlandpolitik an die Führungen aller Warschauer Paktstaaten geschickt hat. Darin unterstütze die Partei den Reformprozess in Osteuropa. Zugleich, so Bahr, solle der Brief möglichen Irritationen wegen der sogenannten Wiedervereinigungsdebatte in der Bundesrepublik entgegenwirken. Die SPD mache klar, dass sie die Nachkriegsgrenzen in Europa für unabänderlich halte. Bundesinnenminister Schäuble hat heute den Entwurf für ein neues Ausländerrecht vorgelegt. Damit soll zum einen der Zuzug von Ausländern begrenzt und zum anderen die Rechtssicherheit in der Bundesrepublik lebender Ausländer verbessert werden. So ist vorgesehen, dass hier geborene oder aufgewachsene Ausländer im Alter zwischen 16 und 21 Jahren einen Rechtsanspruch auf Einbürgerung erhalten. Ehegatten sollen beim Tod des Partners nicht mehr abgeschoben werden, Kinder können in Einzelfällen bis zur Volljährigkeit nachziehen. Zugleich aber soll die Abschiebung von Ausländern beschleunigt werden, die sich unberechtigt in der Bundesrepublik aufhalten oder gegen Gesetze verstoßen haben. Bestehen bleibt der Anwerbestopp für Ausländer aus Staaten, die nicht zur EG gehören. Heftig umstritten war heute im Bundestag das neue Tiefflugkonzept, das Verteidigungsminister Stoltenberg gestern vorgelegt hatte. Es sieht unter anderem kürzere Flugzeiten pro Maschine, geringere Geschwindigkeiten und weniger Luftkampfübungen vor. Nach Darstellung von Stoltenberg wird dadurch der Fluglärm in den 7 besonders belasteten Gebieten um fast die Hälfte verringert. Sozialdemokraten und Grünen reicht das nicht. Doch ihre Forderung nach Abschaffung aller Tiefflüge fanden keine Mehrheit. Union und FDP sprachen sich in der Debatte für eine gerechtere Verteilung der Übungsgebiete auf die Bundesländer auf.
Der Flugverkehr von und nach Berlin wird mit Beginn des Winterflugplans am 29. Oktober über die jahreszeitlich übliche Verdünnung hinaus verringert. Besonders auf den Strecken Frankfurt sowie Köln-Bonn und Stuttgart werden die Flüge eingeschränkt. Insgesamt werden rund 7% der bisherigen Berlin-Flüge gestrichen. Der Berliner Senat hatte eine 15-prozentige Reduzierung gefordert. In Fulda ist heute die Deutsche Katholische Bischofskonferenz mit einer Pressekonferenz zu Ende gegangen. Der Vorsitzende, der Mainzer Bischof Lehmann, verteidigte Theologieprofessoren gegen den innerkirchlichen Vorwurf, sie wichen von der rechten Lehre ab. Für Gesprächsstoff unter den Bischöfen sorgte heute noch einmal Bischof Johannes Düber aus Fulda. Der hatte im Bonifatiusboten, der am kommenden Sonntag erscheint, schwere Vorwürfe gegen Professoren erhoben, die katholische Theologie lehren. Düber sprach von unannehmbaren und erdrückenden Verhältnissen bei der Priesterausbildung. Viele Lehrende würden sogar den Papst angreifen. Nach Ansicht Dübers müssten sich die Bischöfe ernsthaft überlegen, ob man den zum Teil zersetzenden Fakultäten Priesterkandidaten überhaupt noch anvertrauen könne. Dem hat heute der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Karl Lehmann, heftig widersprochen. Ich denke, ich selbst, das würde ich ganz glatt sagen, ich selbst würde eine solche Äußerung nicht tun. Ich bedauere sie auch. Weil sie einfach dem, was der allergrößte Teil unserer Professoren in Lehre und Forschung macht, nicht entspricht. Bereits am Sonntag hatten über 4000 Mitglieder der Deutschen Katholischen Jugend, BDKJ, im Rahmen eines Solidaritätsfestes für das Recht auf politische Meinungsäußerung demonstriert. Dies vor dem Hintergrund, dass Bischof Düber dem BDKJ in Fulda Gelder gesperrt hatte, weil die katholische Jugend abweichend von der Bischofsmeinung Thesen zur Kernkraft, zur Rüstung und zum Thema Umwelt veröffentlicht hatte. Seither, so Bischof Lehmann heute, sei die Zusammenarbeit zwischen der Bischofskonferenz und dem BDKJ ernsthaft gefährdet. Der Dollar blieb auch zum Wochenschluss unter Druck. Am Frankfurter Devisenmarkt wurde der amtliche Mittelwert der amerikanischen Währung heute auf 1,8683 Mark festgesetzt, 2 Pfennig niedriger als gestern. Damit ist es den Notenbanken gelungen, den Dollarkurs in dieser Woche durch massives Eingreifen um insgesamt 9 Pfennig nach unten zu drücken. Kolumbiens Drogenmafia bombt weiter. Jüngstes Ziel war die Tiefgarage eines Luxushotels in der Hauptstadt Bogota. Die Wucht der Explosion zerstörte 60 Autos. Offenbar wollten die Kokainbosse ausländischen Besuchern Angst machen. Erst am Montag hatte eine Explosion in einem Luxushotel im Badeort Cartagena 2 Tote gefordert. Attentate auch auf eine Bankfiliale und diese Tankstelle. 2 Männer, offenbar die Bombenleger, verbrannten. Seit die Regierung dem Kokainkartell den Kampf angesagt hat, vergeht kein Tag ohne Anschläge. Die Terroristen machen auch vor Schulen nicht Halt. In der Nähe von Los Angeles haben amerikanische Drogenfahnder heute ein riesiges Kokainlager beschlagnahmt. In dieser Halle lagerten 17,5 Tonnen Rauschgift. Das Rauschgift soll nach ersten Informationen einen Schwarzmarktwert von 13 Milliarden Mark haben. Der Fund ist der größte, der den US-Behörden jemals in die Hände fiel. Die Bundesrepublik will auch in der Mikroelektronik auf dem Weltmarkt bestehen können. Forschungsminister Riesenhuber kündigte heute in Bonn an, dass deshalb im Rahmen des europäischen Computertechnikprogramms JESSE ein Institut für Siliziumtechnologie im schleswig-holsteinischen Itzehoe errichtet wird. Dort soll unter anderem Grundlagenforschung für einen Super-Mikrochip betrieben werden, der auf einem winzigen Silikonplättchen 64 Millionen Informationen speichern kann. Dieser 64-Megabit-Chip soll bis 1996 hergestellt werden. In einer Schlucht des sizilianischen Vulkans Ätna ist heute früh ein deutscher Tourist tot aufgefunden worden. Wie auch viele andere Schaulustige war er am Vorabend auf einen benachbarten Berg gestiegen, um den seit knapp 3 Wochen rumorenden Vulkan zu beobachten. Gestern hat er sich in 2600 Meter Höhe eine Spalte gebildet, durch die sich ein Lavastrom in das Tal ergoss. Experten befürchten einen neuen Ausbruch des Ätna. Die Vulkanologen verzeichneten in 1000 Meter Tiefe bereits lang anhaltende Erdstöße. Ein Privatflugzeug mit 5 Menschen an Bord ist in der Nähe von Bad Tölz abgestürzt. Die Maschine war seit gestern vermisst worden. Heute hat ein Rettungshubschrauber Wrackteile in einer unwegsamen Gebirgsgegend entdeckt. Es wird damit gerechnet, dass niemand den Absturz überlebt hat. Die Maschine war auf dem Flug von Genf nach Salzburg.
Wer ein Auto neu zulassen oder ein älteres ummelden will, muss von heute an reflektierende Kennzeichen verwenden. Das gilt auch für Fahrzeuge, bei denen ein beschädigtes Nummernschild ausgewechselt werden muss. Das alte Nummernschild und das neue. Das reflektierende Kennzeichen strahlt 100-mal stärker auftreffendes Licht zurück. Der Vorteil: Ein Auto, das unbeleuchtet in der Dämmerung oder bei schlechtem Wetter fährt, ist durch das Sicherheitskennzeichen wesentlich früher zu sehen. So lässt sich schon aus einer Entfernung von 250 Metern statt wie bisher von 50 ein liegen gebliebener unbeleuchteter Wagen erkennen. Dem Heranfahrenden bleibt Zeit zum Bremsen. Ein weiterer Vorteil: Auch beim Ausfall einer Schlussleuchte bemerkt man besser, ob man es mit einem Auto oder einem Motorrad zu tun hat. Für das Mehr an Sicherheit muss der Autofahrer auch tiefer in die Tasche greifen. Bis zu 40 Mark kostet ein paar Schilder, 20 Mark mehr als bisher. Teurer wird es vor allem wegen der Folie, die auf das Blech geklebt wird. Aus Millionen mikroskopisch kleiner Glaskugeln besteht die reflektierende Schicht. Seit 1967 sind die reflektierenden Kennzeichen bereits auf dem Markt. Doch nur 15% der Autofahrer griffen bisher freiwillig zu diesem Sicherheitszubehör. Bei der Auslosung für die zweite Runde im Fußball-Europapokal haben die Mannschaften aus der Bundesrepublik schwere Gegner gezogen. Mit Ausnahme von Bayern München. Der deutsche Meister muss gegen Nentori Tirana aus Albanien antreten. Bei den Pokalsiegern trifft Borussia Dortmund auf Sampdoria Genua. Im Wettbewerb um den UEFA-Pokal spielen 1. FC Köln, Spartak Moskau, VfB Stuttgart, Zenit Leningrad, Real Saragossa, Hamburger SV. Ob Austria Wien oder Ajax Amsterdam Gegner von Werder Bremen wird, ist noch nicht entschieden. Die Spiele finden am 18. Oktober und 1. November statt. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Sonnabend, den 30. September. Der Satellitenfilm zeigt zunächst starke Bewölkung über der Nordsee und Mitteleuropa. Sie kam im Tagesverlauf südostwärts voran und es entwickelten sich größere Lücken. Ursache für die Wolken ist die teils kühle, teils milde Meeresluft, die an der Ostflanke eines Hochs mit Schwerpunkt bei den britischen Inseln nach Deutschland geführt wird. Die Vorhersage für morgen: Wolkig, östlich der Weser und am Nordalpenrand auch zeitweise stark bewölkt und gelegentlich Regen. Tiefsttemperaturen 5 bis 10 Grad. Höchstwerte 11 bis 16, in Südbayern nur 8 bis 11 Grad. Schwacher, tagsüber auffrischender Wind aus West bis Nord. Die weiteren Aussichten: Am Sonntag im Südwesten Aufheiterungen und Temperaturanstieg. Im übrigen Deutschland Fortdauer des kühlen Wetters. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen und dem Bericht aus Bonn. Darin der Kampf gegen die Drogendollars und Tempolimit, ein Streitgespräch.